Weihnachten steht kurz vor der Tür und ich freue mich, dass wir als Stay on Fire Community uns gemeinsam auf dieses Fest einstimmen können. Hey, mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe echt das Gefühl, ich habe gestern erst ein Video letzte Weihnachten gemacht. Jetzt ist schon wieder Weihnachten. Das geht wirklich so schnell, diese Zeit, und es wird immer schneller. Ich habe auch gehört, je älter man wird, desto schneller zieht es an einem vorbei. Aber ich meine, Weihnachten feiere ich sehr gerne und es ist in dem Sinne wirklich eine so großartige Erinnerung an unsere Geburt. Von unserem Retter, von unserem König, von unserem Herrn. Natürlich, es gibt so viele Diskussionen immer über Weihnachten. Natürlich ist das nicht das konkrete Geburtsdatum oder was auch immer, aber es ist so eine tolle Möglichkeit, einfach Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte und das, was damit verbunden ist, zu feiern als ein unerschütterliches Fest der Hoffnung. Und ich habe für dich heute einen Vers der Woche rausgesucht, den du vielleicht auch schon mal gehört hast, in einem sehr bekannten Weihnachtslied: Macht hoch die Tür, macht die Tore weit. Und das steht in Psalm 24, Vers 7 bis 8. Also jedenfalls Teile daraus findet man auch in diesem Lied. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Ich finde zwei Sachen hier total besonders. Erstmal sind das ja alles Prophetien, die vor der Geburt Jesu geschrieben worden sind. Die Psalmen, wo ich gerade vorgelesen habe, aber auch andere Dinge wie Propheten wie Jesaja, Jeremia, andere Propheten, die so viel vorhergesagt haben über den zukünftigen König, der kommen wird, und wie sich das alles so erfüllt, ja? Und in dem Sinne Realität wird und bis heute anhält, das fasziniert mich einfach, im Alten Testament zu schauen, wo sind Prophetien, die auf Jesus hindeuten, und zu gucken, wie sich diese erfüllt haben. Das ist die erste Sache, die ich total interessant finde und wozu ich dich auch einlade, das mal in der Weihnachtszeit zu machen, einfach vielleicht auch mal zu googeln, weiß ich nicht, Prophetien im Alten Testament über Jesus, da mal ein bisschen zu forschen, ein bisschen sich begeistern zu lassen, was die Bibel für eine geniale Story erzählt. Und die zweite Sache, die mich unglaublich inspiriert bei der Sache, ist einfach, dass hier, wenn man das so liest, denkt man so an so einen König der Herrlichkeit, also ein das wirkt so abgehoben oder so, in dem Sinne so unnahbar, ja. Und ich meine, es ist ja auch ein König, der regiert, der mächtig ist, der dem alles unterstellt ist. Das ist natürlich auch klar, ein König der Herrlichkeit, aber es wirkt doch so für mich persönlich ein bisschen distanziert. Aber wenn ich mir dann die Weihnachtsgeschichte angucke, wie dieser König der Herrlichkeit auf diese Erde kommt, nämlich geboren in einer Futtergrippe, dann wird das für mich auf einmal so nahbar und in dem Sinne auch so besonders, weil ein König, dem alle Macht gebührt, ein König, der so groß ist, dem die Tore geöffnet werden, die uralten Pforten wieder aufgemacht werden, damit der König die Herrlichkeit einziehen kann, dieser König der Herrlichkeit, dem alle Macht gebührt, wählt den Weg der absoluten Demut, beziehungsweise des Niedrigsten, ja, und kommt als Mensch auf diese Erde, und das nicht irgendwie so pompös, imposant oder was auch immer, sondern in einer Futterkrippe. Und für mich ist das, also so metaphorisch gesagt, ein Bild, dass dieser König der Herrlichkeit mir auf einer unglaublich persönlichen und auf einer unglaublich nahbaren und auf Augenhöhe begegnet, ja? Also ich meine, ich bin jetzt nicht in der Futtergrippe, aber die Futtergrippe, genauso wie das Kreuz auch, ist für mich ein Ausdruck von dem, wie niedrig sich Gott stellt, ja? Also wir haben einen Gott, dem alles gehört, reduziert sich selbst so runter, um halt wirklich zu signalisieren, ich komme auf eure Stufe und ich begegne euch. Ja, ich bin der König der Herrlichkeit und ich habe alle Macht, ich bin mächtig, aber ich begegne euch
total persönlich. Und mein Wunsch ist es, dass du das auch zu dieser Weihnachtszeit und jetzt auch im Weihnachtsfest so erleben kannst, wie Gott dir persönlich begegnet in dieser Geschichte. Und nicht nur der Geschichte, sondern in dem Ereignis, was sich wirklich so ergeben hat und was für uns heute immer noch als Christen eine unerschütterliche Hoffnung ist. Jesus ist auf diese Erde gekommen als Sohn Gottes, Gott selbst, hat gelebt, hat gewirkt und ist letztendlich am Kreuz für unsere Schuld gestorben, um die Verbindung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Er ist gestorben, um unsere Schuld zu tragen. Das, was wir verdient haben zu sterben, hat er getragen, damit uns vergeben ist. Und das ist letztendlich diese Botschaft, die uns noch immer 2000 Jahre später verändert, Hoffnung schenkt und zu Weihnachten einfach dieses Fest so besonders macht. Deshalb wünsche ich dir wirklich jetzt eine richtig frohe Weihnachtszeit und richtig schöne Tage. Mach's gut und die einen sagen auf Wiedersehen, die anderen sagen Stay on Fire.